Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 88 Annäherungen. Obwohl er hätte todmüde sein müssen, fühlte Harry sich nach der Party und nur 2,5 Stunden Schlaf wie ein neuer Mensch mit aufgefrischten Lebensenergien, die ihn beschwingt aufstehen ließen. Nur kurz erinnerte er sich daran, wie Severus ihm gestern beim Abendessen davon erzählt hatte, er hätte Tante Petunia, Tante Magda und Onkel Vernon getroffen. Doch diesen stimmungstrübenden Gedanken verdrängte Harry gleich wieder und ersetzte ihn mit Erinnerungen an die Highlights der gestrigen Party. Hermine hatte ihren Spaß gehabt und das war das Einzige gewesen, was er hatte erreichen wollen. Es war 8:30 morgens, als er durch die Gänge wanderte, um den Hund für den morgendlichen Spaziergang abzuholen. Bei Salazar angelangt, öffnete ihm das Porträt wortlos, sodass Harry eintreten konnte. Der Anblick, der sich ihm bot, ließ ihn wünschen, er hätte Collins Kamera dabei, denn Severus, der es gestern offensichtlich nicht mehr ins Bett geschafft hatte, lag auf der Couch und auf ihm drauf, halb auf dem Bauch, halb auf den Oberschenkeln, hatte sich der weiße Hund niedergelassen, der verschlafen seinen Kopf hob, um Harry anzublicken. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen näherte sich Harry langsam, sodass der Hund freudig erregt aufsprang, weil er sich auf seinen Spaziergang freute. Doch dabei verlagerte er sein Gewicht so unglücklich, dass die Vorderpfoten in Severus' Magen drückten, sodass der ein Geräusch machte, welches man am ehesten mit einem Pff beschreiben könnte. So rabiat aus seinem Schlaf gerissen, blickte Severus sich nur einen Moment lang desorientiert um, bevor er seinen jungen Kollegen bemerkte. »Wie spät ist es?« fragte Severus mit rauer, verschlafener Stimme. 8:30 Uhr morgens«, erwiderte Harry grinsend. Danach fragte er frech, »Sie haben aber nicht mit Hermine hier noch weiter gefeiert, oder?« Ein tiefes Brummen war die Antwort, bevor Severus eine Armbeuge über seine Augen legte. Während Harry den Hund anleinte, hörte er Severus leise murmeln. »Sie haben mich meiner warmen Decke beraubt.« Harry grinste, besorgte jedoch per Levitation eine Decke aus dem Schlafzimmer. Doch als Severus das bemerkte, schwang er sich in eine aufrechte Position und sagte, »Schon gut. Ich werde jetzt besser den Tag beginnen, damit mein Rhythmus nicht vollends durcheinander kommt.« Nach dem Spaziergang war Severus nicht im Wohnzimmer, aber offensichtlich im Badezimmer, was das Geräusch von fließendem Wasser vermuten ließ. So, dass Harry sich vornahm, nebenan bei Hermine vorbeizuschauen, falls sie auch schon wach sein sollte. Mit dem Passwort Scientia verschaffte er sich Einlass bei dem wortkargen Porträt, welches eine blasse, junge Frau darstellte. Das Wohnzimmer war ruhig und die Tür zum Schlafzimmer stand offen. Leise näherte er sich der offenstehenden Tür, um einen Blick hineinzuwerfen. Da kam ihm plötzlich ein Samtpfötchen mit hochgestelltem, am Ende geknickten und an der Spitze sehr flauschigem Schwanz entgegengelaufen. »Ja, wer bist du denn?« fragte Harry breit lächelnd und das Tier antwortete mit einem Maunzen. »Du hast Hunger, oder?« fragte er lächelnd, während er in die Knie ging. Die kleine schwarze Katze mit der buschigen Quaste am Schwanzende, die sie als Knieselmischling enttarnte, schnurrte laut und strich um seinen Körper herum. Harry hatte mit seiner Vermutung richtig gelegen,
Denn warum sonst hätte Severus sich auf dem Weg in die Muggelwelt gemacht, um Arabella zu besuchen? Bestimmt nicht, um mit ihr einen Tee zu trinken. Denn Arabella Fick war in erster Linie bekannt für ihre Kreuzung zwischen Knieseln und Katzen. Durch die offene Tür hörte er Hermine wohlig stöhnen. Das Geräusch kannte er nur zu gut, denn es kündigte an, dass sie soeben erwachte. »Hermine?« sagte er vorsichtig, während er an die Tür klopfte, die dabei noch weiter aufschwang. »Harry, komm rein«, sagte sie, bevor sie sich im Bett liegend streckte. Er kannte zwar die Antwort, aber er wollte es von ihr hören, weshalb er fragte, »Woher ist denn der niedliche Kniesel?« Sie begann breit zu lächeln, bevor sie offenbarte. »Das glaubst du bestimmt nicht. Den hat mir Snape nach der Party geschenkt. Ich meine Severus.« »Doch, das glaube ich dir. Ich habe es mir fast gedacht«, entgegnete Harry, der ihr darauf erzählte, dass Severus seine Verwandten in der Muggelwelt getroffen hatte. »Wollen wir in der großen Halle frühstücken?« fragte Harry gleich darauf, denn er wollte ein Gespräch über die Dursleys vermeiden. Hermine nickte, sodass sie sich flugs im Badezimmer zurechtmachte und sich ankleidete, bevor beide auf den Flur gingen. Als sie an Severus Räumen vorbeigingen, sagte sie, »Fragen wir ihn doch, ob er mitkommen möchte. Ist er schon wach?« Sie ahnte, dass Harry heute schon wegen des Hundes bei ihm gewesen sein musste, und nickend bestätigte er ihre Vermutung. Vorsichtig klopfte sie an, obwohl Salazar ihr anbot, die Tür einfach zu öffnen, weil Harry ja bei ihr war und der sowieso Zutritt hätte. Severus öffnete und Harry bemerkte, dass dessen Haare noch etwas feucht vom Duschen waren und nicht fettig wie sonst, doch er war schon komplett angekleidet. »Guten Morgen«, sie stockte beim Namen. »Severus, kommen Sie mit in die große Halle frühstücken?« Zögernd antwortete Severus. »Ich, warum nicht?« Wortlos folgte Severus den beiden, die sich aufgeregt unterhielten. Ihm fiel auf, dass Miss Granger, in Gedanken verbesserte er die Anrede und nannte sie beim Vornamen, dass Hermine heute wesentlich ausgeglichener wirkte als die letzten Wochen. Sie schien wieder fröhlich zu sein, und insgeheim hoffte er, dass sein Geburtstagsgeschenk zumindest einer der Auslöser für ihre nun heitere Stimmung gewesen war. Wo er gerade an den Knieselmischling dachte, nutzte er eine Sprechpause von Harry und Hermine, um zu fragen, wie es dem Tier ginge und ob dieses die Nacht nicht zu viel Chaos angerichtet hätte. Hermine drehte sich nicht nur um, sondern wartete, bis er ein paar Schritte aufgeholt hatte, sodass sie neben ihm laufen konnte, als sie ihm schilderte, dass der Kniesel bei ihr im Bett geschlafen und sich dabei ganz friedlich verhalten hatte. »Zumindest hat er mir nicht in die Zehen gebissen wie die Kratzbürste vorher«, sagte sie in abwertendem Tonfall, und es war ihm ein Genugtuung zu hören, dass sein Kniesel mit ihr verträglich war. »Das freut mich, Hermine. Ich bin allerdings erstaunt darüber, dass jemand, der von sich behauptet, er würde jahrelang Kniesel züchten, es nicht fertiggebracht hatte, ein Tier mit solchen Wesenszügen zu finden, damit es zu ihm passt«, sagte er in Bezug auf Valentinus, und er schalt sich dafür, dass er derweil so arrogant geklungen hatte. Doch zu seinem Erstaunen stimmte sie ihm zu. Die große Halle war laut und voll mit Schülern, die sich während des Frühstücks lautstark unterhielten. Severus schlängelte sich zwischen den Schülern hindurch, die noch nicht Platz genommen hatten, und Hermine und Harry folgten ihm bis nach vorn zum Lehrertisch, an dem bereits Minerva, Albus und Filius saßen. Pomona, so dachte zumindest Severus, würde heute mit einem leichten Kater zu kämpfen haben. »Guten Morgen, ihr drei«, grüßte Filius freundlich, und die anderen beiden machten es ihm nach. Sie nahmen in ihrer üblichen Sitzreihenfolge Platz, sodass Severus zwischen Harry und Hermine saß. Kaum hatte Harry allen eine Tasse Kaffee eingeschenkt, kamen auch schon die Posteulen.
Vor Severus landete eine braune Eule mit schwarz gemustertem Gefieder, die eine kleine Pergamentrolle am Bein trug. Das Tier hob das Bein und erst als Hermine ihn aufforderte, die Rolle vom Bein zu lösen, erwachte er aus seiner Starre. Er bekam in der Regel keine Post, weswegen die Eule ihn verdutzt hatte. Nachdem er die Rolle gelöst hatte, gab Hermine dem Tier ein Stückchen Frühstücksspeck, bevor die Eule wieder davonflog. Harry staunte nicht schlecht, als ihm ein Päckchen an den Lehrertisch geliefert wurde, denn für gewöhnlich prüften die Hauselfen im Vorfeld, ob eine Gefahr von Harrys Post ausging. »Warum zögern Sie, Harry? Öffnen Sie es schon!« sagte Severus beschwingt. Nach einem Blick auf den Absender atmete Harry erleichtert aus. »Das müssen die Bilder von gestern sein. Das Päckchen ist von Colin und Dennis,« erwiderte Harry. Gleich darauf fügte er hinzu. »Ich habe eigentlich mit einem kleinen Umschlag gerechnet.« Hermine beugte sich nach vorn und kam Severus etwas näher, als sie an ihm vorbei zu Harry sagte. »Wenn du die beiden als Fotografen engagiert hast, dann werden sie ihren Job ernst genommen haben. Das heißt, mindestens ein Porträtfoto von jedem Gast ist gewährleistet. Und bei etwas über 60 Gästen? Das hätte nie in einen kleinen Umschlag gepasst, Harry.« Als erstes fiel Harrys Blick auf die Rechnungen, die die Brüder ihm aufgelistet hatten. Trotzdem hier und da ein Nachlass gewährt worden war, war der Preis für 314 Bilder... 314 Bilder? Gott, was haben die denn alles fotografiert?« fragte Harry erstaunt. Der hohe Preis kam ihm jedoch angemessen vor. »Wie viel nehmen die eigentlich so?« wollte Hermine wissen und griff an Severus' Brust vorbei, um Harry die Rechnung zu entreißen. Dieser schlug er jedoch auf die Finger. »Nichts da. Das zählt zu meinem Geschenk an dich. Der Preis ist geheim«, sagte Harry und schmunzelte, als er bereits die Bilder im Schnelldurchlauf anschaute. Er suchte ein ganz bestimmtes Bild und fand es ziemlich weit hinten. Er nahm es heraus und hielt es grinsend und wortlos Severus unter die Nase, der gleich einen Blick darauf warf. »Wann war denn das?« hörte Harry Hermine fragen, die ebenfalls auf das Bild starrte. Severus erklärte ihr amüsiert, dass dieses Bild während ihres Gesprächs über die Frühstückkombination von Gesichtern aufgenommen worden wäre. »Ach ja«, sagte Hermine lächelnd und nahm Harry das Bild ab, damit sie es sich mit Severus zusammen ansehen konnte. »Über was habt ihr da gesprochen?« wollte Harry nochmals wissen, sodass Severus es ihm erklärte. »Ach so«, sagte Harry. »Die Gesichter mit dem Frühstücksspeck, die man zum Geburtstag bekommt, die finde ich immer witzig.« Mit dieser Aussage erntete er ungläubige Blicke von Severus und Hermine. Plötzlich erschien Wobble und erhielt Harry einen Tagespropheten mit den Worten unter die Nase. »Mr. Ron Weasley bestellt einen wunderschönen guten Morgen und lässt ausrichten, dass Mr. Potter und Miss Granger sich an einem Artikel, den er gekennzeichnet hat, erfreuen sollten, um den heutigen Tag gut gelaunt beginnen zu können.« Harry gab die Kiste mit den Bildern an Hermine weiter, sodass die diese durchsehen konnte, während er selbst den Tagespropheten aufschlug. Der Artikel, den Ron ihm nahelegte, befand sich auf der dritten Seite. Harry las ihn still und begann mit einem Male herzlich zu lachen, sodass er Hermines Aufmerksamkeit auf sich zog. »Was ist los, Harry? Dichtet man dir wieder eine Affäre an? Wer ist es diesmal? Rita Kim Korn persönlich?« fragte Hermine eher gelangweilt klingend. »Nein, viel besser. Soll ich vorlesen?« fragte Harry, der keine Antwort abwartete. »In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages sah sich die ehemalige Untersekretärin des Zauberministeriums Dolores J. Umbridge mit einem Attentat der außergewöhnlichen Art konfrontiert. Seamus F., ehemaliger Schüler aus Hogwarts, entschloss sich, nach einer offensichtlich feuchtfröhlichen Feier noch während seines Heimfluges mit dem Besen
seiner Blase Erleichterung zu verschaffen. Kurzerhand urinierte er noch im Fluge und traf damit Mrs. Umbridge. Völlig außer sich hielt sie den Attentäter fest, bis die von ihr persönlich gerufene magische Polizeibrigade angerückt war. Die stellten nicht nur fest, dass Mrs. Umbridge nebst Gatten gerade das Land verlassen wollte, sondern auch, dass ein Haftbefehl gegen sie und Mr. Umbridge vorlag, sodass beide auf der Stelle festgenommen wurden. Seamus F. wurde lediglich mit einer Geldstrafe wegen öffentlichen Urinierens und dem Fliegen auf dem Besen unter Alkoholeinfluss belegt. Er äußerte sich wie folgt dazu: Na, wenn ich dafür keinen Merlin verdient habe. Mrs. und Mr. Umbridge wurden sofort nach Azkaban gebracht und warten nun auf ihren Strafprozess, weil ihnen vorgeworfen wird, du weißt schon wen bzw. dessen Anhänger damals nicht nur finanziell unterstützt, sondern darüber hinaus mit Informationen aus dem Ministerium versorgt zu haben. Harry hatte nicht gemerkt, dass Minerva aufgestanden war und sich hinter ihn gestellt hatte, damit sie lauschen konnte. Nachdem er mit dem Lesen fertig war, sagte sie in kühlem Tonfall, der jedoch etwas Zufriedenheit mitschwingen ließ: Dann werde ich Mr. Finnegan heute nicht nur ein Dankschreiben zukommen lassen, sondern auch liebend gern sein Bußgeld übernehmen. Dass besonders Minerva ihre ehemalige Kollegin Dolores abgrundtief verachtete, hatte sie niemals zugeben müssen, denn es waren stets ihre Bemerkungen gewesen, die von Sarkasmus her denen von Severus geglichen hatten, die ihre Abneigung offengelegt hatten. Minerva setzte sich wieder neben Albus und die beiden steckten die Köpfe zusammen und flüsterten, bevor Albus in herzliches Gelächter ausbrach. Danke fürs Zuhören und dass dir unsere Audioversion dieser Fanfiction gefällt. Bis jetzt haben wir über 30 Stunden des gewaltigen Werkes vertont. Das sind mehr als die Hörbücher der ersten drei Romane zusammengenommen. Wenn du dich bei uns dafür bedanken möchtest, spende bitte, was für dich angemessen ist, an eine der vielen Organisationen, welche gerade den zahlreichen Überschwemmungsopfern in unserem Land helfen. Vielen lieben Dank. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.